Ja, der Michael fragt, gibt es denn auch die Möglichkeit, Tippgeberprovision zu bekommen, wenn Kunden über uns finanzieren? Da gibt es verschiedene Modelle. Zum einen derjenige, der Selbstfinanzierungsvermittler ist oder da nah dran sitzt, Makler, Bauträger und so weiter, die können mit uns eine Provisionsteilung machen, wenn sie eben selber dort darauf achten, dass die Plattform sauber gepflegt wird und ihren Kunden dabei unterstützen, das alles dort einzugeben. Die kriegen das Ganze auch White Label, wenn sie möchten, in ihrem eigenen CI. Und derjenige, der Selbstfinanzierungsvermittler ist, ja, mit uns arbeiten auch über 60 andere Finanzierungsvermittler inzwischen zusammen, die über uns Volumen bündeln einfach und für uns alle bessere Konditionen ermöglichen. Die können auch das Portal natürlich komplett White Label nutzen für ihre eigenen Kunden und da gibt es auch keinen Provisionsabzug. Die Plattform wird gratis bereitgestellt mit eigenen Europace-Zugängen oder mit Europace-Zugängen von uns, an denen wir dann wieder was verdienen können. Aber die dann Konditionen haben, die auch besser sind, als man selber das erreicht hätte durch das Volumen, was wir bereitstellen, sodass da Win-Win-Win eben entsprechend da ist. Überall Möglichkeiten für einen reinen Tipp ohne Mitarbeit haben wir in der Vergangenheit nichts bezahlt, weil wir einfach die Bearbeitungskapazität nie hatten. Auch da ist in der Planung, dass es ein Modell geben wird für zum Beispiel Blogger, YouTuber etc. auch auf eine reine Tippprovision einfach nur Kunden zu empfehlen, ohne aktiv jetzt an der Unterlagenaufarbeitung dort mitzuwirken. Da wird was kommen, nicht gleich zu Beginn, aber später wird was kommen, denn wir wollen massiv wachsen. Die letzten Jahre war es nie das Problem, Anfragen zu bekommen. Wir wurden immer überschüttet. Aber wenn wir mit den Plattformen dann auch mit derselben Mitarbeiteranzahl wesentlich mehr Fälle abwickeln können, dann werden wir auch irgendwann ein bisschen Futter brauchen von außen und dann wird auch eine Tippgeberprovision kommen für nur Kontakt herstellen entsprechend. Ken fragt, hallo Philipp, arbeitet ihr mit Baufi-Leads? Wenn ja, über welche Plattform? Nein, wir arbeiten nicht mit Leads, wir generieren unsere ganzen Leads selber. Wir haben ein kleines Marketing-Team bei uns, die YouTube-Kanal machen, die Facebook-Gruppe, Instagram-Profil, unsere Homepage, das E-Mail-Marketing, was dahinter läuft, ist alles ganz viel Arbeit. Da haben wir ein kleines Team, das das alles macht, was uns wahnsinnig viel Geld natürlich auch kostet. Ein Mitarbeiter, der Vollzeit sich um den YouTube-Kanal kümmert. Also wir stecken da auch ganz viel Energie für euch rein, Content zu kreieren und so weiter. Und wir arbeiten ohne Leads beziehungsweise generieren die selber. Warum? Weil die Leads sind klassischerweise Eigennutzer-Leads und das ist nicht das Geschäft, das wir machen. Wir machen entweder für unsere eigenen Kunden, die privaten Immobilieninvestoren, eine Finanzierung und solche Leads gibt es jetzt nicht zum Kaufen am Markt oder wir machen für andere Kollegen dann eben denen ihre schwierigen Fälle, die sie selber nicht hinbekommen, dass wir die abwickeln als Clearingstelle und hier gibt es dann eben eine Provisionsteilung und keine Leads, die wir einkaufen. Genau, deswegen, wir arbeiten nicht mit Leads. Macht aber durchaus Sinn, mit Leads zu arbeiten. Man muss halt bedenken, Quote klassischerweise 5%. Es gibt Single-Leads, Multi-Leads, verschiedene Plattformen, über die man einkaufen kann. Dazu können wir dir zwei, drei Tipps geben. Ich kann mal mit dir telefonieren. Aber wir sind leider nicht ganz so tief drin in dem Thema Leads. Wir bauen das Know-how da im Moment auf, weil wir dann vielleicht einen kleinen Lead-Shop irgendwann mal in unsere Plattform integrieren werden. Aber das kommt auch früh, schon im Jahr. Also das Thema Leads im Moment unterrepräsentiert bei uns, ist nicht unser Schwerpunkt. So, Patrick fragt, könntest du mal etwas zu ein paar bedeutenden Banken sagen, die gern so machen und wie die rechnen mit der Haushaltsrechnung? Denke da so an Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank, Ing. etc. Welche Projekte sind gut für welche Bank? Also, wir arbeiten vielleicht mal das vorweg klassischerweise mit Sparkassen und Volksbanken, weil die umgänglicher sind und man mit denen mehr kommunizieren kann und weil sie auch bereit sind, dieses Missverhältnis zwischen hoher Beleihung und kleinem Einkommen mitzugehen. Gehen wir mal die Banken durch, die du hier erwähnt hast. Die Deutsche Bank, die will sehr, sehr gute Bonitäten haben, also Leute, die sehr gut verdienen und sind dann auch bereit, bei der Objekteinwertung Abstriche zu machen, weil sie primär auf das gute Einkommen abstellen. Das
Aber das tun sie nicht ewig, weil Gesamtverschuldungsgrad ist ja doch noch wichtig und eigentlich will man mindestens 20% Eigenkapital und inzwischen will man eigentlich auch, dass die Finanzierung auf 20 Jahre zurückbezahlt ist. Beim Eigennutzer auch noch nach wie vor 35, unter 40 Jahre, aber beim Kapitalanleger drängt man eigentlich drauf, auch auf 20 Jahre inzwischen zurückgeführt zu haben, was zu einer hohen Tilgung führt. Die gute Bonität muss da sein, die Objekteinwertung kann schlechter sein, das ist so Deutsche Bank. Im Konzern DSL zum Beispiel gehört ja zur Deutschen Bank als Vermittlerbank. Dort gehen zum Beispiel auch grenzwertige Bonitäten von Eigennutzern, aber Kapitalanlegern halt auch wieder nicht so gut. Früher ging dann nur 80% bei Kapitalanlegern, inzwischen auch bis 100, weil die hängen ja auch mit der BHW wieder zusammen. BHW, Deutsche Bank, DSL Bank, Postbank, alles ein Konzern vom Prinzip her. Und die BHW ist eigentlich von den ganzen noch so die umgänglichsten, mit denen wir dann am liebsten finanzieren, haben aber sehr lange Bearbeitungszeiten von häufig 20 Tagen. Also auch schwierig, aber die machen auch mal 50% Gewerbeanteil, was so die anderen dann eher nicht so gern machen. Also Deutsche Bank macht die guten Bonitäten, die DSL macht die Eigennutzer mit schlechter Bonität und hoher Modernisierungsanteil, weil bei Modernisierung habe ich immer das Thema, dass viele Banken die nur zu 50% wertsteigern sehen, die Renovierung gar nicht und die DSL sieht es aber zu 100% wertsteigern. Ja, das ist so ein Ding, warum die DSL wieder besonders beliebt ist und Eigennutz mit viel Eigenleistung, hohe Modernisierung, schlechtes Einkommen, vielleicht noch Ratenkredite dazu, die mit abgelöst werden müssen und dazu noch extra Nachrangdarlehen, das ist DSL-Geschäft, Deutsche Bank, gute Bonitäten, aber hohe Tilgung, klassischerweise geht auch mal in Einzelfällen weniger. Dann schauen wir uns die Commerzbank an, die Commerzbank hat eine sehr, sehr strenge Haushaltsrechnung, genauso wie die Deutsche Bank mit der 8er Stressannuität, das heißt, bei der Commerzbank brauche ich eigentlich auch immer irgendwie 10-jährige Zinsbindung, funktioniert häufig nicht, brauche 15 Jahre, 20 Zinsbindung. Die Commerzbank will eigentlich nur eine 90% Finanzierung. Bei einer 100% Finanzierung ist die sehr teuer. Die Commerzbank geht gerne auf andere Objekte, zum Beispiel auch aufs Eigenheim der Eltern irgendwie einen zweiten Rang drauf. Die Commerzbank, mit der kann man sprechen. Ja, Deutsche Bank ist da eher so starr und auf einem hohen Ross und die Commerzbank ist wirklich bemüht, was zu lösen, aber sehr, sehr kritisch. Kaufen haufenweise Unterlagen, schaut alles genauestens an und sucht immer das Haar in der Suppe, um die Finanzierung absagen zu können. Macht aber auch mal das ein oder andere mit, wenn irgendwie Gewerbeanteile zum Beispiel reinkommen oder sowas. Streng mit der Objekteinwertung, im Sprengnetter gerne, nicht immer. Ja, also das Commerzbank, ja, in einzelnen Themen, ja, Deutsche Bank nur bei guten Bonitäten. So. Die HVB kann ich ganz schlecht greifen. Was wir erleben ist, so wie bei der Deutschen Bank auch, ist bei der HVB die Plattformkondition nicht ausschlaggebend. Die wird dann nochmal nachjustiert und sehr häufig wird sie, habe ich schon erlebt, wurde sie fünfmal nachjustiert. Das ist natürlich für den Kunden auch total schwierig, wenn dann ständig eine andere Kondition kommt dann wieder doch wieder mehr Eigenkapital gefordert wird, so hin und her geht und keine klare Aussagen kommen. Also HVB, ich würde sagen, mit Vorsicht zu genießen für Investoren, aber kann auch mal funktionieren. Unsere Erfahrungswerte sind nicht so stark da, dass ich vernünftig was dazu sagen kann. So, die ING hat ja ein paar strenge Kriterien, zum Beispiel Wohnung nicht unter 45 Quadratmeter, das Objekt darf nicht mehr als 200 Kilometer vom Wohnsitz entfernt sein, der Bestand muss relativ klein noch sein, idealerweise Angestellte, Freiberufler mit einer bestimmten Positivliste, Selbstständige schwierig oder gar nicht. Habe ich das Thema, dass das Objekt nach Sprengnetter eingewertet werden muss. Und bei Sprengnetter kommt eigentlich immer ein scheiß Wert raus. Das heißt, neuere Baujahre funktionieren gut, ältere Baujahre funktionieren sehr schlecht, weil dann die Einwertung zu weit auseinander geht. Also die ING funktioniert, wenn der Bestand klein ist, wenn ich Angestellter bin und normal verdiene, wenn ich eine klassische 0815, 90er Jahre, 2000er Jahre Wohnung kaufe, aber beim Mehrfamilienhaus Katastrophe, beim Einfamilienhaus ja auch möglich. Ist wieder so eine Eigennutzerbank, die so den Kapitalanleger auch finanziert, aber nicht den Immobilieninvestor. Am Anfang noch nutzbar, machen auch 1% Tilgung, was geil ist, auch bis 100%. Also da haben sie doch ein paar coole Features drin. Wir nutzen die ab und zu, machen freie Kapitalschaffung bis 80%, aber 80% auf
Sprengt der Basis, ist halt woanders 60. Ja, also so geil ist dann die 80% oder 85% sogar freie Kapitalbeschaffung auch dann doch wieder nicht, wenn sie am Ende nur 60% vergleichbar bei einer anderen Bank wäre. Konditionell sind die auch nicht schlecht. Kann man mal nutzen, so am Anfang für den Kapitalanleger durchaus denkbar. Ist natürlich nachher eine Bank, die ich mir am Anfang ins Portfolio hole, nachher nicht mehr nutzen kann, strategisch also auch doof. Und dann ist ja wieder die Sache, dass ich gerade mit den ersten Darlehen, die ich mache, ja wieder eigentlich eine höhere Tilgung fahren sollte, dass ich kalkulatorischen Renteneintritt gelöst habe. Und wenn ich da gleich am Anfang wieder irgend mit 1% Tilgung fahre, habe ich ja genau das Gegenteil wieder getan. Also auch strategische Finanzierung und irgend, tja, nicht so der Hit, ja. Wir nehmen überwiegend Sparkassen, Volksbanken, mehr sogar die Volksbanken, weil es einfach davon auch mehr gibt und mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten. Sparkassen vielleicht, wenn es ein bisschen kniffliger wird teilweise. PSD-Banken nehmen wir noch nur teil. Sparda-Banken könnt ihr auch wieder ganz vergessen. Das ist wieder Eigennutzer und Angestellter. Wieder die Bestände größer werden, das ist auch wieder eine Katastrophe. Das sind so die Varianten. Und dann gibt es noch Versicherungen, die wollen klassischerweise halt nur 80, manchmal 90% finanzieren. Also auch die meisten, die jetzt 100% finanzieren wollen, sind da auch wieder raus. Bei den Versicherungen, manche Versicherungen wollen nur das Eigenheim finanzieren, andere finanzieren auch große Mehrfamilienhausprojekte, unterschiedlich. Versicherung klassisch, lange Zinsbindung ist eigentlich so einhergehend mit Versicherung. Gibt es auch Bausparkassen, die können durchaus das ein oder andere machen und bieten auch viele davon Annuitätendarlehen an. Nicht alle. Es gibt welche, die leider nur mit Bausparen anbieten, aber es gibt auch viele Bausparkassen, die Annuitätendarlehen anbieten. Die LBS funktionieren super. Die Wüstenrot geht nicht so toll. Ja, so manchmal ein paar Produkte, wo sie ganz gut sind, konditionell, aber von der Abwicklung eher Katastrophe. Schwäbisch Hall funktioniert wieder besser. Und die anderen freien Bausparkassen, Alte Leipzig ist eigentlich wieder eher so klassischer Angestellter und Eigenheim. Die BHW, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist schon denkbar. Auch mal mit hohem Gewerbeanteil oder sowas, aber lange Bearbeitungszeit. Signal Iduna, auch eher Eigennutz fokussiert. Ja, so, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen so einen Überblick und ich hoffe, deine Frage, Patrick, ist damit doch aus ziemlich ausführlich jetzt beantwortet worden. So, Alex fragt, wie finanziere ich am besten EU-Auslandsimmobilien? Also am besten natürlich, wenn du die auf deutschen Immobilien absichern kannst, die lastenfrei sind oder im zweiten Rang. Was dann noch geht, ist Blankodarlehen, um bestimmte Lücken irgendwie aufzufüllen. Und dann kommt es darauf an, in welchem EU-Land diese Immobilien sind. Wir finanzieren aktuell in Spanien, Portugal, Holland, und wir finanzieren in Florida, aktuell und ich glaube, es war's. Wenn mir noch was einfällt, dann können das auch individuell anfragen. Italien zum Beispiel finanzieren wir aktuell nicht. Klassischerweise Frankreich noch. Frankreich ist noch richtig. Klassischerweise 64%, selten 70%, darüber hinaus eigentlich nicht. Das heißt, der Rest muss dann irgendwie auf deutsche Immobilien abgestellt werden oder auf Blankodarlehen abgestellt werden oder Eigenkapital muss eben entsprechend da sein. Dann muss man noch dazu sagen, dass es häufig der Fall ist, dass dann das Darlehen voll reinhaut. Der Immobilienwert allerdings nicht angesetzt wird, die Mieteinnahme nicht angesetzt wird, das heißt, mein Verschuldungsgrad geht hoch, meine Haushaltsrechnung wird zerstört, also alles Probleme, die so mit EU-Immobilien dazu oder Auslandsimmobilien allgemein dazukommen, weswegen das eher so eine kleine Beimischung sein kann und meistens keine Strategie, um wirklich gut zu skalieren. Zumindest ist es bei uns so, dass wir sowas nur selten finanzieren. Ein paar Möglichkeiten haben wir, aber es ist halt immer noch ein Randbereich und eher im Bereich Ferienimmobilie angesiedelt, anstatt da wirklich ein großes Business draus zu machen. Marcel fragt: Hey Philipp, seit unserem Treffen schaue ich ausgiebig nach Immobilien. Ich habe ein vermietetes Einfamilienhaus zum Kaufen gefunden. Wann
könnte man denn die nächste Immobilie kaufen, da ich zu Mehrfamilienhäusern tendiere? Ja, du kannst laufend finanzieren. Also immer wenn eine Finanzierung durch ist, kannst du die nächste Finanzierung machen. Parallel geht auch, aber das macht es immer sehr aufwendig. Also im Prinzip alle 2 Monate ist eigentlich gar kein Thema. Klar, muss auch irgendwie ins Verhältnis passen, aber gibt durchaus die Möglichkeit, also sehr regelmäßig zu kaufen. Auch mal jeden Monat, wenn man es gut einterminiert oder alle 6 Wochen, aber dann noch schneller, dann kommt immer das Thema, dass es komplex wird, weil da muss man mehrere Banken, mehrere Deals parallel irgendwie koordinieren. Auch das geht, aber das macht es aufwendig und anstrengend, und schränkt die Möglichkeiten ein, aber möglich ist es auch. Wir verteilen es auf mehrere Banken, denn dieselbe Bank würde dann natürlich dann auch intervenieren, wenn ich ja ständig mit einem neuen Deal komme zum Teil. Andere machen es auch wieder mit bis zu einer bestimmten Weile, je nachdem, ja. Aber kein Problem, regelmäßig und viel zu kaufen. Ich kann auch regelmäßig Mehrfamilienhäuser kaufen, wenn das von der Größenordnung wieder zu meinem Einkommen und meiner Gesamtbonität irgendwie passt. Alex fragt, ist 110% Finanzierung bei Gewerbe möglich? Gewerbe umnutzen in Wohnen? Ja, haben wir schon 110% finanziert. Ansonsten ist ja immer die Frage, echte 110% Finanzierung oder unechte 110% Finanzierung? Echte, wirklich nur auf diesem Objekt abgesichert oder unecht? Auf dem ganzen Bestand abgesichert, den ich bei derselben Bank habe, über Globalgrundschuld, Zusatzsicherheit etc., ja, dann ist natürlich auch 110% Gewerbe möglich. Ansonsten 110% ja sowieso immer nur eingeschränkt und eingeschränkt und anstrengend und geringe Bankauswahl, Voraussetzungen wie gute Objekteinwertung etc. Müssen da sein, dass das funktioniert. Und bei Gewerbe ist ja eine 100% Finanzierung schon ein Glücksfall. Ja? Wir finanzieren klassischerweise bundesweit Gewerbe bis 3,5 Millionen bis maximal 500.000 Blankoanteil. Und wenn man davon ausgeht, dass der Blankoanteil 30% ist, dann komme ich irgendwie auf 1,1 Millionen, die ich finanzieren kann. Dann ist unsere Bank damit platt. Wir haben auch noch weitere Banken, aber meistens halt nur bis 80%, so wie es halt am Markt üblich ist. Gewerbe bis 100 ist auch schon eher die Seltenheit und 110 nur mit Zusatzsicherheit. Ohne hat es keine vernünftige Chance, außer es ist irgendwelche Geschichten mit Umnutzen in Wohnen oder sowas. So, Martin fragt, wir können sehr kurzfristig ein Grundstück kaufen und wollen strategisch in Richtung Familien-KG. Wie muss man das Grundstück jetzt kaufen, um es später kostenneutral in die KG übertragen zu können? Ja, idealerweise im Bruchteil in denselben Anteilen, wie es dann später die KG, die Anteile auf die verschiedenen Personen verteilt sein soll. Außer wenn man jetzt zum Beispiel das klassische Familien-KG-Modell hat, dass es dann an minderjährige Kinder geht, dann sind die ursprünglichen Gründer halt zum Beispiel die beiden Eltern. Beispielsweise 50-50 bringen die Immobilie dann so ein in die Familien-KG und geben dann Anteile entsprechend weiter. Ich muss hier nicht zwingend schon in einer Rechtsform gekauft haben. Ich kann auch einen Bruchteil gekauft haben. Aber man könnte auch die KG einfach errichten und gleich in der KG ankaufen. Wäre auch möglich grundsätzlich. Je nachdem, wie man die Finanzierung handelt. Wobei das Grundstück ja häufig dann vielleicht auch Cash gekauft oder mit Kapitalbeschaffung oder was anderem. Ist variabel zwischenfinanziert, muss man natürlich wieder drum kämpfen. Ja, immer so eine Sache. Genau. Aber ja. Also kommt auf die Gesamtkonstellation an, wer soll da Mitglied in der KG werden. In der klassischen Konstellation kaufen die beiden Eltern den Bruchteil und schieben es dann weiter an die KG und dann die Anteile danach an die Kinder weiter. So, Daniel schreibt, laut deinem Buch, Philipp, bist du kein Fan von Tilgungsersatzträger-Vorpolicen? Hast du damit selbst schlechte Erfahrungen gemacht? 30 Jahre feste Zinsbindung über eine Allianz-Vorpolice oder 15 Jahre Annuitätendarlehen finanzieren? Wie würdest du dich entscheiden? Jetzt kommt die Frage halt doch nochmal auf, wo ich vorher gesagt habe, führt zu weit, wenn ich das alles genau ausführe. In der Vorpolice ist es ja so, dass die Abschlusskosten hat. Es gibt natürlich grundsätzlich auch Honorartarife, da sind die Abschlusskosten dann etwas geringer. Sie hat laufende Kosten, so eine Vorpolice. Sie hat aber auch Vorteile, wie zum Beispiel kein Ausgabeaufschlag auf die Fonds. Und wenn ich einen Fonds tausche, dann habe ich diesen Mantel drumherum als Steuerschutzschild, sodass ich nicht gleich Steuern bezahlen muss bei einem Fondstausch. Außerdem kriege ich
eigentlich einen Großteil der Managementgebühren vom Fonds wieder zurückerstattet in den Versicherungsmantel, sodass ich also auch hier Fonds mir leisten kann und nicht nur immer ETFs machen muss. Und wenn ich gute Fonds raussuche, können die auch eine höhere Performance bringen als irgendwie nur ein ETF und bei geringerer Schwankungsbreite und so weiter. Also es gibt ein paar Vorteile auch von den Tilgungsträgern. Vorpolisen, aber Kosten sind halt da und wenn ich halt klassisch mir es anschaue, wie es am Markt aussieht, dann dauert es im Regelfall 15 Jahre, bis ich auf Null bin mit den Dingern, selbst wenn ich da 6% Rendite in meinen Fonds gemacht habe jedes Jahr und das ist alles durch die Kostennachteile, die da kommen. Die kommen einmal durch die Abschlussgebühren, ja, mit Honorartarif kriege ich ein Stückchen weit runter, aber halt auch nicht komplett weg. Dann habe ich das Thema, dass häufig die Bank einen Zinsaufschlag will für den Tilgungsträger Vorpolis und wenn der dann auch nochmal irgendwie 0,3 ist, dann denken viele, oh, kein Problem, 0,3% Zinsaufschlag, ich habe auf der anderen Seite 6% Rendite, aber es so ist halt nicht. Die 0,3 Zinsaufschlag muss ich ja umgerechnet sehen auf die 2%, die ich bespare und dann bin ich bei einem Zinsaufschlag gleich bei 15-30% permanent die ganze Zeit quasi nochmal als extra gefühlter Ausgabeaufschlag, den ich hier bezahle dann ist ja auch noch so, dass das Guthaben dort drin nicht mir gehört, sondern das gehört der Versicherungsgesellschaft. Das ist ein weiteres Risikothema, sodass ich also das alles sehr grenzwertig sehe, muss man sich genau durchrechnen. Ja, bei langen Anlagehorizonten schlägt natürlich dieses ganze Ding selbst nach Kosten irgendwann das normale Annuitätendarlehen, sodass wenn du jetzt hier sagst, ich gehe auf 30 Jahre lange Laufzeit und ich akzeptiere die ganzen Nachteile übrigens, Guthaben wird dann häufig nur zu 60% angerechnet, wenn man das mal wieder als Zusatzsicherheit irgendwie einbringen will und so weiter, also ein Haufen Themen drin. Dann kann man das tun, ja. Wenn es jemand von uns will, sagen wir nicht nein. Ich kläre ihn auf über die Nachteile, aber ich würde nicht nein sagen, weil kann ich noch ein Geld mitverdienen mit dem Konstrukt, ja. Also bin ich sehr dankbar. Stressannuitätenmäßig ist es ein bisschen schlechter natürlich mit endfällig als über ein Annuitätendarlehen. Ob 15 Jahre Zinsbindung die richtige Zinsbindung ist, keine Ahnung, hat auch wieder Vor- und Nachteile gegenüber der 10-Jährigen oder der 20-Jährigen. Kostet weniger als 20-jährig, kostet mehr als 10-jährig, aber ich kann ja nach 10 Jahren immer wieder Sonderkündigungsrecht nutzen, wenn ich es privat nutze, nach 10 Jahren, 6 Monate und so weiter, also aber wieder nach Vollauszahlung und so weiter. Also das, ja, kann ich dir nicht beantworten, was die richtige Strategie ist, musst du selber am Ende wissen. Ich kann dir nur meine Gedanken, so wie jetzt eben entsprechend mitteilen, dass du versuchen kannst, für dich eine Entscheidung zu treffen am Ende. So, Sue fragt, wie lange vorher muss man seinen Wohnsitz angemeldet haben auf einem gekauften EFH, sodass man unter 3 Jahre steuerfrei verkaufen kann? Also, das kommt eben das drauf an, wenn du jetzt also das Ding vorher vermietet hattest, dann gilt 3 Kalenderjahre. Das kann im Zweifel sein, der 31.12. ein ganzes Jahr und der 1.1. Dann hast du also 1 Jahr, 2 Tage im Extremfall. Und wenn du das aber leer gekauft hast, und es hat natürlich noch ein paar Wochen gedauert, bis du deinen Wohnsitz umgemeldet hast, nachdem die Eigentumsumschreibung war oder Nutzlasten übergegangen ist, das macht dann nichts. Ja, darfst halt nicht vorher vermietet haben, dann hast du entsprechend keine Frist. Und wenn du vorher vermietet hattest, Einkünfte erzielt hast, zum Beispiel auch mit der Thematik Nutzungsentschädigung oder sowas, wobei das vielleicht wieder grenzwertig ist. Und es gibt auch Rechtsprechung, dass wenn es nur ganz kurzfristig war, es nicht schädlich ist und so weiter. Aber das ist alles schwierig. Ja, muss man sich dann sauber reinlesen und gucken, wie der Fall aussieht. Am besten so geradlinig wie möglich haben. Und im Zweifel dann das eine Jahr, also diese 3 Kalenderjahre entsprechend warten. Patrick schreibt, die Commerzbank sucht immer das Haar in der Suppe, um absagen zu können. Made my day. Könntest du was sagen zu guten Banken in und um Berlin? Vor allem, wenn man schon recht großen Bestand hat, am besten mit wenig oder keiner Stressannuität, wenn Beleihung kein Problem ist, aber Haushaltsrechnung.
kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sofort sagen, was in Berlin die passende Bank ist. Müssten wir bei uns im System untersuchen und schauen. Wir haben aber auch Sparkassen, Volksbanken, die wo ganz anders sitzen zum Beispiel und die sich ums Regionalitätsprinzip nicht scheren, mit denen wir dann überregional zusammenarbeiten und auch für Berlin dann zusammenarbeiten würden. Da hätte ich jetzt eine Volksbank im Kopf, mit der wir zusammenarbeiten, die du dann über uns haben kannst, die jetzt zum Beispiel, die, wie gesagt, vorher nicht auf die Stressannuität der anderen schaut, sondern nur auf die eigene. Da hätten wir zumindest eine schon mal im Hinterkopf dafür und dann müssen wir weiter schauen, wie die Kriterien da sind. Wir haben ja zum einen die Kriterien, wie wir auf den Finanzierungsplattformen haben, und zum anderen führen wir noch ganz einen Haufen Excel-Listen, wo wir weitere Kriterien drin haben, um dann entscheiden zu können, was denn die entsprechende Bank ist. Da haben wir über 50 Knackpunkte identifiziert bei den jeweiligen Banken, die wir dazu speichern und die wir dann in unsere Plattform auch zukünftig einfließen lassen, wo man dann eben diese Knackpunkte auch abfedern kann, wie zum Beispiel Stressannuität oder Steuerausländer, Wandlungsrecht, Finanzierung mit VV, GmbH, hohe Gewerbeanteile und so weiter und so fort, um abzuprüfen, macht es die eine Bank oder macht sie das eben entsprechend nicht oder eingeschränkt oder wissen was er noch nicht im Moment. Genau, so. Also darfst du dich gerne melden für eine Zusammenarbeit, wenn du magst. Dann können wir eine passende Bank für dich raussuchen und gucken, was wir da machen können. Patrick sagt, sehr gutes Format nebenbei, soll es öfters geben. Dankeschön. Können wir schauen, wie wir das möglich machen können in der Zukunft wieder. So, Marcel sagt, super, vielen Dank. Alex, top. Dann der Lars Supermann. Dann schreibt Andreas, was hältst du von Tilgungsaussetzung zum Beispiel Bausparer ansparen? Ja, da halte ich nichts von, wenn man es nicht unbedingt muss. Also wenn es einem aufgezwungen wird, um die Finanzierungskonstellation so möglich zu machen, dann ist halt der Bausparervertrag die Kröte, die ich schlucken muss, damit es funktioniert. Wenn ich es lassen kann, dann lasse ich es. Ja. Vielleicht ein paar Worte zum Bausparvertrag. Also, den Zins, den ich dort garantiert bekomme, den bekomme ich für die niedrige Beleihung, im Regelfall 60%. Das heißt, der ist ja im Vergleich zu der heutigen 100% Finanzierung dann schon gefühlt etwa 1% Differenz allein durch die niedrigere Beleihung. Das heißt, wenn ich da 2,25% Zins garantiert bekomme, dann wäre das ja auf heutiger Basis eher 3,25% bei einer 100% analogen Beleihung. Aber ich kriege ja nur 60% in der Anschlussfinanzierung mit dem Bausparer. Dann habe ich häufig diesen Zins auch nur auf eine kurze Laufzeit von häufig nur 3 Jahren, 8 Jahren oder so, das garantiert oder beziehungsweise werde eben zu einer sehr hohen Tilgung dann gezwungen, sodass ich auch von diesem Zins, den ich da garantiert bekomme, habe, wenig dann sehe. Wenn ich nicht mit der Bausparkasse selber vorfinanziert habe, sondern mit irgendeiner Bank, na dann ist es so, dass eine Bonitätsprüfung für das Darlehen noch gar nicht stattgefunden hat von der Bausparkasse. Das heißt, ob ich denn das Darlehen dann überhaupt bekomme, steht völlig in den Sternen. Und welche Kriterien dann mal in einigen Jahren gelten, zu denen das Darlehen an mich vergeben werden, die weiß ich heute auch noch nicht und die können sich bis dahin völlig verändert haben. So, nächstes Problem. Dann habe ich das Thema, dass das Guthaben, was in dem Bausparvertrag drin ist, ja nicht sicher ist. Genauso wie Guthaben auf dem Tagesgeldkonto, Girokonto und so weiter nicht sicher ist. Es gibt theoretisch die Einlagensicherung bis 100.000, aber die ist ja so, dass wenn da zwei größere Banken umfallen, eine größere Bank umfällt oder zwei kleine Banken umfallen, dann ist halt alles weg, was in dem Fonds drin ist. Und dann war es das mit Entschädigungen. Also Einlagensicherung kann ich getrost vergessen. Das heißt, das Geld ist hochrisiko angelegt in den Bausparer und kann weg sein. Und wenn ich diese ganzen Nachteile mir anschaue, die ein Bausparer hat, dann ist es halt wirklich nur das notwendige Übel, wenn es nicht anders geht, aber nicht ein Instrument zur Zinsabsicherung. Zur Zinsabsicherung nämlich eine lange Zinsbindung, wobei selbst die nicht absolut sicher ist, wenn nämlich die Bank das Ding der Zauberei finanziert hat und pleite geht, dann hat mir die lange Zinssicherheit auch wieder nichts genutzt. Also absolute Sicherheit gibt es nicht, aber mit dem Bausparer erkauft ist sie halt am allerunsichersten von allen Varianten. So. Wo geht's weiter?
So, Andreas fragt, ich habe 110% zu 1,2 finanziert bei der Raiffeisenbank auf 10 Jahre und rollierendes EK. Was hält es von Zinsaussetzung gegen Bausparer ansparen? Ich halte deine Regressiven zum Antrag deutlich zu umständlich. Beispiel alle Kontoauszüge über etliche Monate etc. Daher werden wir mit unserem Alten weitermachen. Also Kontoauszüge brauchen wir klassischerweise die letzten 3 Monate vom Gehaltseingangskonto. Und bei Mehrfamilienhäusern kann es mal gut sein, wenn es wenn's die Mieten drauf anzeigt, aber nicht zwingend. Dafür haben wir normalerweise die Mietverträge. Und was wir natürlich brauchen, ist die Darlehenskontoauszüge aller Darlehen, denn es muss die neue Bank sehen können, dass dort keine Lastschriftrückgänge waren und immer sauber bezahlt wurde. Wenn das mit alle Kontoauszüge gemeint ist, ja, da kommen wir nicht drum rum. Wir können natürlich schauen, ob wir mal was weglassen können, was natürlich dann die Bankauswahl wieder reduziert. Ist dann durchaus möglich, als wenn jemand sagt, ich bin nicht bereit, Kontoauszüge zu stellen oder diesen einen nicht zu stellen oder was auch immer, dann schauen wir uns es trotzdem an und gucken, ob wir es lösen können. Aber es ist natürlich klar, je mehr ich in Unterlagen diskutiere, je mehr ich weglasse, je weniger Bankauswahl bleibt am Ende übrig und das kostet mich am Ende dann halt auch mehr Zins, wenn ich dann auf eventuell teurere Banken gehen muss. Oder es wird dann doch wieder nachgefordert und dann kostet es mich wieder Zeit und so weiter. Also es muss halt am Ende noch irgendwie das Verhältnis stimmen zu dem, was ich geliefert bekomme an Unterlagen und zu dem, was ich dann draus machen kann. Wenn das irgendwie passt, dann kommen wir zusammen und wenn da keine Bereitschaft dazu da ist, dann kommen wir am Ende eben nicht zusammen. Wie gesagt, in Einzelpunkten kann man diskutieren, wobei wir ja jetzt schon so hergehen, dass wir die Kunden, die eben vollständige Unterlagen schicken, bevorzugt bearbeiten und die Kunden, die halt nur einen Bruchteil schicken, wir es von Anfang an schon sehen, dass es unvollständig ist und rumdiskutieren, dann eben langsamer bearbeiten und erstmal die anderen vorziehen. Wo wir diese Diskussion nicht haben, wo wir gut arbeiten können, einfach. Genau. Dann ist es schön, dass du 1,2% bekommen hast auf 100, mit einer 110% Finanzierung. Das kann ich natürlich jetzt wenig dazu sagen. War das tatsächlich so eine gute Kondition? Kann mal vorkommen. Oder gab es da eben Globalkundenschulden, weil du bei derselben Bank schon andere Objekte hattest und auf denen wurde mit abgestellt? Dann ist es natürlich wieder völlig normal, dass so eine Kondition rauskommt. Das sind so die 2 Themen da dazu zu diesem Punkt. Dann rollierendes Eigenkapital nutzen wir weniger gerne, weil also die Idee vom rollierenden Eigenkapital ist ja meistens zu sagen, ich habe 10% runtergetilgt, dann kriege ich es wieder frei und das muss man ja individuell so vereinbaren. Aber das blicken die Banken dann teilweise häufig nicht so gern. Da machen wir einfach eine 5-jährige Zinsbindung, weil 5 Jahre mal 2% Tilgung gibt auch wieder 10%. Und dann brauche ich nämlich gar nichts vereinbaren, dann mache ich auch 5 Jahre Zinsbindung, dann kriege ich mein EK auch wieder raus, mein rollierendes EK. Und hier geht dann schon auch mal eine Vorpolice als rollierendes EK oder auch mal ein Bausparer, den ich nachher vielleicht dann wieder zu einem Blanko-Bausparer umnutze etc. Oder wenn ich unter 50.000 Euro bin, dann fülle ich es mit einem Bausparer auf oder was auch immer. Da gibt es dann schon Varianten, wie ich rollierendes Eigenkapital sinnvoll nutzen kann, aber nicht, indem ich verhandle, wenn 10% runtergetilgt sind, sondern indem ich einfach nach 5 Jahren mit der Zinsbindung so oder so zurückbekomme und dann kann man entsprechend umschulden, einen Tilgungsträger rausbekommen und ihn wieder woanders reinstecken oder auflösen oder etc. Ariel fragt: Hallo Philipp, wir finanzieren gerade über euch unsere erste Wohnung zur Vermietung. Unsere Haushaltsrechnung ist bei dieser Wohnung am Limit aus Bankensicht. Wir haben aber noch 100.000 EK übrig. Wie würdest du damit weiter investieren? Ja, müsste ich mir jetzt den Fall genauer anschauen. Kontaktiere gerne deinen Mitarbeiter bei uns, dass er auf mich zugeht und ich mit ihm das nochmal zusammen anschaue. Und dann können wir uns überlegen, was wir machen. Vielleicht könnte eine 80% Beleihung Sinn ergeben.
geben, müssten aber auch von dir wissen, wie du noch in der Zukunft weiter wachsen willst. Das wäre jetzt so mal spontan mein erster Einfall zu sagen, lass uns 80% finanzieren, um die Haushaltsrechnung zu entspannen, weil die wird ja dann nicht besser in der Zukunft, wenn sie jetzt schon knapp ist. Und dann werden es jetzt erstmal weniger Objekte und wir gucken erstmal, dass die Haushaltsrechnung pushen. Das ist so mein erstes Gefühl hierzu, aber das müssten wir uns genauer anschauen, was da sinnvoll sein könnte. Michael fragt, sehr geil und spannendes Live-Content, den du heute an die Leute bringst. Bester kreativer Finanzierungsvermittler. Vielen Dank dir. Dann der Patrick. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung aller Fragen. Ich hätte noch mal eine Frage zur Haushaltsrechnung. Kann man seine Haushaltsrechnung mit einem Disagio verbessern? Disagio übrigens, was ist das für alle? Das ist eine Zinsvorauszahlung. Dann wird zum Beispiel nur 95% des Darlehens beispielsweise ausbezahlt. Also bis 5% steuerlich abzugsfähig, darüber hinaus nicht. Ist aber heute total wenig verbreitet. Also die zukünftigen Zinsen der Bank sozusagen direkt geben und diese auf Darlehenssumme draufschlagen und insgesamt einen höheren Kredit aufnehmen als die eigentliche Kreditsumme und dafür zusätzliche Sicherheiten geben durch freie Grundschulden und dafür die laufenden Zinsen senken. Ja. Also Disagio ist heute bei Banken total unüblich geworden, deswegen ist es halt schwierig, das zu vereinbaren. Grundsätzlich ja, ich kann natürlich mit Disagio die Zinszahlung reduzieren, damit auch die Rate, aber die Rate beinhaltet ja auch noch eine Tilgung, die ich so nicht wegkriege über diese Art und Weise. Generell ist halt die Strategie zu schauen, dass ich alles auf eine 80% Beleihung ausbalanciere und das kann ich ja mit den Zusatzsicherheiten tun und damit den Zins insgesamt zu senken, schon eine gute Vorgehensweise. Ob es dann noch zusätzliches Disagio braucht, ja, eher kritisch ist überhaupt zu vereinbaren, aber die Strategie würde funktionieren, um die Rate zu senken. Das ist natürlich möglich so, ja. Wenn du eine Bank findest dazu, die das mitmacht, dann ja, und natürlich ist es letztlich eine Milchmädchenrechnung, sagst du hier selber, aber das macht ja nichts. Betrachtet wird, wie die Ratenbelastung ist und nicht, was irgendwann mal auf einen Schlag bezahlt wurde. Und das heißt, die Strategie funktioniert technisch so, wenn du eine Bank findest, die das Disagio mitnimmt, damit die Ratenbelastung zu reduzieren. Genau, er gibt dann noch weiter an, ja, Haushaltsrechnung, so häufig sehr willkürlich, dass Vermögen ja nichts anderes als bereits beschlossenes versteuertes Einkommen und auch die Raten bedienen kann. Ja, genau. Aber leider sehen es die Banken nicht so. Also man hat noch Cash auf dem Konto, kann damit allerdings jetzt nicht sagen, dass die Haushaltsrechnung dann damit kaschiert werden kann, sondern müsste es dann tatsächlich einbringen. Ist ja leider auch so, Sondertilgungen reduzieren dann ja auch dann nur die Laufzeit, aber nicht die Rate beim klassischen Annuitäten. Darlehen, also es ist leider halt so, wie es ist. Die Banken drehen sich halt so zurecht und die einzige Chance ist halt, so niedrigere Beleihung zu haben, Zins zu reduzieren oder Geld von vornherein einzubringen, um Raten zu reduzieren. Und dein Disagio ist gut und schön. Wenn es in der Praxis funktioniert, kannst du es nutzen. Ansonsten, ja, ist eine schöne Theoriespielerei. So, dann Hendrix sagt, Familienstiftung plus Tilgungsaussetzung bei 60% plus Mieteinnahmen in Aktiendepot investieren. Also Einschätzung, ob Banken dies begleiten. Nach Familienstiftung plus nochmal Tilgungsaussetzung bei 60%. Sind natürlich jetzt dann nochmal mehr Knackpunkte als Tilgungsaussetzung privat oder Tilgungsaussetzung in der GmbH. Gibt es sowieso ja nur wenig Banken, die das mitmachen. Und das Aktiendepot wird ja klassischerweise nicht akzeptiert als Tilgungsträger. Und deswegen mit der Vorpolise wird es wieder irgendwie gehen, aber auch in der Familienstiftung wieder nicht ganz so toll. Aber ja, in der Theorie alles denkbar, in der Praxis wird sich wenig Banken finden, die das machen möchten. Deswegen wird man halt dann trotzdem wieder 2% tilgen. Übrigens ja auch gar nicht so schlimm.
weil man kann ja dann wieder hergehen und für neue Investments wieder die Objekte nachbeleihen und kriegt dann wieder da Cash raus, oder man verkauft eben Immobilien hin und her. Familienstiftung kann ja auch nach 10 Jahren steuerfrei veräußern, anders als die VV GmbH. Und wenn ich dann immer hin und her verkaufe, Sachen kriege ich wieder Cash komplett freigesetzt und das kann ich dann wieder in mein Aktiendepot machen. Also diese Sache, dass ich unbedingt immer die Tilgung weghauen muss, durch 1% Tilgung, durch gar keine Tilgung, das muss ja auch nicht so sein. Ich kann ja, wenn ich es mir leisten kann, von der Haushaltsrechnung auch 2% Tilgung fahren oder mehr, und kann dann immer mal wieder größere Vermögen neu gewinnen durch Nachbeleihung oder idealerweise Verkauf, wo ich dann auch die Steuerseite betrachtet habe und die Zinsen absetzbar sind. Und dann kann ich ja mit dem Cash dann einfach in ein Depot gehen. Ich musste das nicht immer laufend über den Tilgungsträger tun. So, Daniel sagt, besten Dank für die Antworten. Gerion sagt, guten Abend, Philipp Scharf, ja, grüß dich, nach Ulm, glaube ich. Romano, hi Philipp, lohnt sich deiner Meinung nach zurzeit noch Fips und Flip bei den derzeitigen Ankaufspreisen? Ja, Fix und Flip lohnt sich ja besonders in der aktuellen Marktphase noch mehr als Buy and Hold, wo ich sehr suchen muss, beziehungsweise hängt natürlich an der Region. Es gibt Regionen, da funktioniert Buy and Hold problemlos, es gibt Regionen, da ist es halt sehr schwierig, also München, Frankfurt, Hamburg, da kriege ich halt kaum noch Renditen hin mit Buy and Hold, aber flippen kann ich in den Städten wunderbar. Letztlich muss ich halt den Gap aufmachen zwischen günstigem Einkauf off-Market und dann einer günstigen Aufwertung, Pinselsanierung, Lichtschalterabdeckungen, Bodenbeläge und dann Homestaging und entsprechenden teuren, strukturierten, guten Verkauf. Und dann kriege ich meine Marge hin für Fix und Flip, und das kann ich gerade in der aktuellen Marktsituation natürlich doch besser als Buy and Hold dann tun. Ariel sagt, danke für deine Antworten, und Hendrik, danke für das tolle Format. Gut, wir sind durch mit den Fragen. Ihr könnt aber noch weiter kommentieren. Ich warte noch ganz kurz, ob noch zwei, drei weitere Fragen nachkommen. Dann beantworte ich die gerne auch noch. Ansonsten im Nachgang kommentiert auf unseren YouTube-Videos generell, geht auf unseren YouTube-Kanal. Wir geben uns super viel Mühe da drin, kommt viel Content. Und dann können wir auch dort weiter kommentieren. So, jetzt kommt von Gerion nochmal eine Frage. Was denkst du über den Ausfall von Krediten in der Zukunft in 10 Jahren? Andreas Speck spricht von einem Immobilienmarkt, der in der Zukunft stagniert, weil die Babyboomer in Pflege- und Altersheime gehen, so mit genug Wohnraum für die Kinder vorhanden ist. Auch muss man auf die Zinserhöhung achten. Was denkst du dabei? Ja, ich denke dabei, dass diese Sache schon seit 20, 30 Jahren diskutiert wird, und die Alterspyramide ja schon seit 20, 30 Jahren bekannt ist, dass die sich genauso entwickelt, und das Gegenteil ist der Fall. Wohnungsknappheit, dass es kracht, und wir haben massiven Zuwachs aus dem Ausland, und ich glaube auch nicht, dass der sich reduzieren wird. Da ist eine riesige Völkerwanderung im Gang. Jetzt hat man das in den Nachrichten durch Corona nicht mehr so sehr, und wahrscheinlich gerade auch von den Zahlen vielleicht wieder ein bisschen besser, aber es gibt eine massive Einwanderung nach Deutschland in die Sozialsysteme rein, und das gleicht und überkompensiert die Thematik aus mit den Wegfall oder bereit, also die Leute, die eben ins Altersheim in Pflege gehen, wegsterbende Bevölkerung rückgängig ist in Deutschland, wird überkompensiert dadurch, und auch der Flächenverbrauch pro Kopf ist die letzten 20 Jahre immer weiter gestiegen und gestiegen. Das heißt, eine Person bewohnt einfach mehr Fläche, und die zwei Faktoren, die fließen so zusammen. Deswegen, ich sehe nicht, warum das passieren sollte, dass wir hier ein Problem kriegen mit dieser Thematik. Babyboomer gehen ins Altersheim, ja. Zwar da irgendwie in eine Situation kommen, dass es kritisch wird. Forward-Darlehen, wie viel Prozent Aufschlag bei 5 Jahren Forward, fragt der Patrick. Also, grundsätzlich ist Forward-Darlehen bei 5 Jahren möglich. Es gehen 5,5 Jahre in der Spitze, also, aber da ist natürlich die Bankauswahl schlecht. Also die Bankauswahl ist gut,
bei 24 Monate, sie geht noch bei 36 Monate Vorwartperiode, aber darüber hinaus geht sie nicht mehr gut. Deswegen würde ich also sagen, 5 Jahre Vorwartlaufzeit ist einfach zu lang, sollte man noch abwarten und erstmal nicht anfassen dann. Unsere Strategie ist ja zu sagen, wir machen 5 Jahre Zinsbindung und dann nach 2 bis 3 Jahren Vorwart. Dann heißt die Vorwartperiode ist nur noch 2 bis 3 Jahre dann und eben nicht 5 Jahre. Und das funktioniert dann wieder sehr gut und kostengünstig. So. Der Leo sagt, danke für die tolle Runde, gerne, gerne. Der Patrick fragt, wird es auf YouTube hochgeladen, wenn ihr damit nochmal eine Runde alles durchgehen kann? Ja, es geht auf YouTube und ja, ihr könnt dann auch noch weiter kommentieren und dann beantworten wir dann noch weitere Fragen, wenn euch noch weitere einfallen dazu. Video kommt online in den nächsten Tagen. Dann Ferchow fragt, Frage, könnte ich eine möblierte Wohnung, die als Gewerbeimmobilien kurzfristig vermietet wird, nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen? Also, die Kurzfristvermietung kann grundsätzlich schädlich sein. Dort gibt es den Escape, dass man versucht dann trotzdem immer eben lange Mietverträge zu machen, indem man also klassischerweise unbefristete Mietverträge macht, quasi also 3 Monate Kündigungsfrist und die Leute dann halt früher rauslässt, um das so ein bisschen zu heilen, wenn dann in der Praxis aber trotzdem die ganze Zeit Mieterwechsel waren, ja, kritisch. Das andere Thema ist dann, die Möblierung ist grundsätzlich unkritisch. Kritischer wird es dann, wenn eben da hotelähnliche Dienstleistungen erbracht werden, dann wird es wieder kritisch. Was kann man in der Praxis tun? Na, man tut jetzt einfach das Aufspalten und vermietet die Wohnung an zum Beispiel das Mama GmbH-Modell dann eben langfristig und vermietet dort weiter. Wichtig ist eben, dass man keine Betriebsaufspaltung produziert, sonst ist der steuerfreie Verkauf eben wieder nicht mehr möglich. Betriebsaufspaltung produziere ich immer dann, wenn ich also zum Beispiel an meine eigene GmbH das vermieten würde. Das darf ich nicht, aber eine fremde GmbH, zum Beispiel die der Eltern, das könnte ich tun und dann habe ich das Problem ganz weg. Dann Ignaz fragt, Banken in anderen EU-Ländern bei Finanzierung verlangen ab Januar 30% EK-Minimum. Philipp, deine Meinung, kann in Deutschland nächstes Jahr auch diese Richtung gehen? Ja, das ist schon länger ein Risiko, das da schwelt, dass der nötige Eigenkapitaleinsatz steigt. Nachdem, was man da jetzt so aktuell liest mit dem Thema, dass da noch weitere Darlehen gebracht werden sollen, um Eigenkapital zu ersetzen, damit die Eigennutzer sich es leisten können. Ich glaube nicht so ganz dran, dass es passiert. Das wäre natürlich Mega-GAU für viele. Das heißt aber dann nicht, dass die Immobilienpreise deswegen zusammenbrechen, weil ja ganz viele auch das Eigenkapital haben. Und man muss ja auch sehen, dass die Durchschnittsfinanzierung in Deutschland um die 80% liegt. Und dass es ja eine Sondersituation ist von uns Immobilieninvestoren, dass wir immer alles 100 und 110 finanzieren wollen. Das ist ja völlig unüblich eigentlich im Markt. Im Markt wird ja eigentlich 80% oder weniger finanziert. Deswegen, wenn da 30% EK gefordert wird und es wären 20% plus Nebenkosten, hätten wir ja wieder nur das Durchschnittslevel, was eh schon im Markt finanziert wird. Und dann kaufen halt die Leute, die EK haben, dann mehr, weil ist ja sowieso heute, dass dann auf eine Wohnung irgendwie 20, 30 Bewerber sind. Und da hat es auch welche drunter, die das EK haben. Deswegen werden die Immobilienpreise nicht kollabieren. Aber es macht natürlich für uns Immobilieninvestoren schwieriger, Deals einzugehen. Besonders die Jungen und Frisch dabei sind, noch keinen Bestand haben zum Nachbeleihen. Die länger schon dabei sind, die finanzieren dann eh nur 80%. Über Zusatzsicherheiten auf Bestandsobjekte, dann wird es natürlich auch wieder ein bisschen, dann stürzt nicht so stark, ja. Genau. So, Franco fragt, bei einer Wohnung passiert noch nichts, es sei denn, man bietet hotelähnliche Dienstleistungen an. Ja, genau, super. Du hast es nochmal ergänzt vorher, meine Stellungnahme dazu. Die hotelähnliche Dienstleistung ist das Hauptproblem, das man vermeiden muss.
Und dann ergänzt er nochmal, eigene GmbH geht auch bei nicht mehr als 50% Anteile. Genau. Also hier auch nochmal die Ergänzung, ich muss die Beherrschung rauskriegen, auch wenn ich weniger als 50% Anteile habe, aber beherrschend bin, nämlich durch zum Beispiel Einstimmigkeit, dann ist auch ein Problem, aber ansonsten die Grundregel, ich habe weniger als 50% Anteile an der eigenen GmbH, bin nicht beherrschend, dann habe ich auch das Betriebsausspaltungsproblem nicht und könnte das als Zwischenvermietungs GmbH einsetzen für die Kurzfristvermietungssache. Oder eben hotelliche Dienstleistung. Patrick schreibt: Naja, wenn sonst keiner mehr Fragen stellt, ich überlege, zwei meiner Mehrfamilienhäuser zu teilen, obwohl ich sie nicht verkaufen möchte und es auch sonst keine Vorteile hat, nur damit man die Wohnung auch nach Vergleichswert einwerten kann. Macht es Sinn aus deiner Sicht? Sind die Grundbücher von einzelnen Gewerbeeinheiten, die dann übrig bleiben für Finanzierung benutzbar oder sind sie dann verbrannt? Also die Grundbücher der einzelnen Gewerbeeinheiten können auch weiterverwendet werden bei eingeschränkter Bankauswahl, wenn das Objekt bisher unter 30% Gewerbeanteil hatte. Dann kann man hin und her überlegen, wenn das Objekt bisher über 30% Gewerbeanteil, Fläche oder Mieteinnahme hatte, dann tut man sich wahrscheinlich sogar einen Gefallen, wenn man das rausgetrennt hat. Wenn man das ganze Ding an sich nach oder finanziert, umschuldet, wie auch immer, dann wird die Bank es trotzdem im Regelfall wie Ertragswert sehen, auch wenn es aufgeteilt ist, dann ist nicht zwingend nach Vergleichswert, werden nur eine geringe Anzahl Banken nach Vergleichswert sehen. Wenn man allerdings natürlich ein paar Wohnungen bei der einen Bank, ein paar Wohnungen bei der anderen Bank finanziert, dann kriegt man es eventuell nach Vergleichswert hin. Oder wenn man was abverkaufen will. Also es kann einen Vorteil bieten, um Flexibilität reinzubringen. Wenn es ein relativ kleines Objekt ist, sage ich mal bis 5, 6 Einheiten, kann man sowas überlegen. Wenn es ein größeres Objekt ist, macht es tendenziell eher mehr Aufwand und die Chance, dass man auf Vergleichswert kommt, ist nicht zwingend da. Deswegen ja, nicht, ja, kommt auf die Fallkonstellation an, ob machen oder nicht. Oder auch wie dein Exit-Szenario aussieht, ob du vielleicht es nutzen willst, um es besser abzuverkaufen dann irgendwann. So. Merolina Wert Invest schreibt: Ich möchte ein privat gehaltenes Büro an meine VV GmbH vermieten, um die Betriebsausspaltung zu vermeiden. Geht dies mit einer Untervermietung? Das heißt, der eigentliche Mieter ist ein Dritter und das Büro auch tatsächlich mit benutzt. Danke. Ich kann es leider nicht zielsicher beantworten. Halte es möglicherweise für Gestaltungsmissbrauch, wobei dadurch, dass es hier noch zum Teil mitgenutzt wird, vielleicht geht's, aber bitte mit dem Steuerberater klären, kann ich nicht sicher beantworten, halte ich für kritisch. Andreas, ich möchte verschiedene Objekte kaufen, alle mit überwiegend Gewerbeanteil im Rhein-Main-Gebiet, brauche gute Alternativen zu meiner Bausparkasse. Ja, gerne an uns schicken, wenn das Ganze alles noch unter 3,5 Millionen und 500.000 Blankoanteil liegt, dann können wir gute Angebote anbieten. Wenn es drüber liegt, dann nur die marktüblichen, sage ich jetzt mal, weil Gewerbe bei uns ein Nebenthema ist. Wir sind schwerpunktmäßig in Wohnen unterwegs, aber für Gewerbe gibt es die ein oder andere gute Möglichkeit eben auch. Ariel, ich möchte mich in der Zukunft mehr mit dem Thema Zinsentwicklung beschäftigen. Wo finde ich die Termine der EZB-Sitzungen? Auf deren Homepage findest du die. Wo werden die Beschlüsse veröffentlicht? Auch dort. Kennst du eine Quelle, die die Essenz verständlich zusammenfasst? Ja, ich kenne eine sehr gute Quelle. Und zwar der Zinspapst. Der bietet eine sehr gute Quelle an und schickt einen regelmäßigen Newsletter, wo er auf alle möglichen Themen da drumherum eingeht. Wir kommentieren das hier dann noch rein. Einen Link im Nachgang zum Zinspapst. Genau. Weitere Fragen, Wünsche? Beziehungsweise am besten, du schickst mir eine Mail wegen dem Link und ich schick's dir durch. Genau. Gut, okay. Wir sind auf fast 22 Uhr. Ich sehe, es kommen jetzt gerade wieder weniger Fragen. Da kommt noch eine, dann hauen wir die doch hinterher und dann machen wir so langsam Schluss. Wie geht man vor,
wenn man ein EFH in zwei ETW aufteilen muss, was muss man bei der Finanzierung beachten? Also grundsätzlich, solange dir beide Teile gehören, wird das Ding immer noch wie ein EFH behandelt und bringt dir auch nichts, dass es nach aufgeteilt ist. Übrigens sogar kritisch, denn da hast du Allgemeinflächen, die jetzt nicht mehr zur Wohnfläche zählen und davor aber gezählt haben, sodass also der Wert von dem Ganzen sogar fallen kann und manchmal wird auch der Quadratmeterpreis vom Einfamilienhaus höher gesetzt als bei Wohnen. Das muss bei Wohnungen, das muss also in der Region auch nochmal prüfen. Also ob das überhaupt Sinn ergibt, rechtlich das aufzuteilen, das halte ich für kritisch. Bitte genau hinterfragen. Und wenn du es abverkaufst, auch sehr kritisch in der Finanzierung. Wenn jemand nämlich in einem Mehrfamilienhaus mit maximal 3 Einheiten eine einzelne Wohnung kauft, dann gibt es ja häufig die Thema, dass zwei dann hier gleich die Mehrheit haben können. Und dann wird sowas auch schlecht finanziert. Es lässt sich finanzieren, aber es ist auch wieder so ein bisschen ein Knackpunkt. Also so ganz kleine Häuser, nicht gerade sinnvoll, die nach WEG aufzuteilen, auch im Verkauf nicht gerade zwingend sinnvoll. Clemens fragt, hallo, was hältst du von Thema PV-Anlagen auf eigenem Mehrfamilienhaus aufstellen und vermieten? Ja, kann man durchaus machen. In der VV GmbH muss man natürlich das ausgliedern, eine extra Betreibungsgesellschaft, damit man hier sich nicht gewerblich infiziert und hier weiter Gewerbesteuer futsch ist. Privat kann man das aber einfach tun mit dem Einzelunternehmen. Man kann die PV-Anlage dann auch mit dem Objekt einfach mitverkaufen, wenn man es mal verkaufen will oder wie auch immer. Wenn die Fläche groß genug ist, dass sich das irgendwie preislich rechnet und wenn man dann auch irgendwie mit den Mietern Mieterstrom organisiert bekommt oder Contracting irgendwie, kann das durchaus spannend sein, seine eigenen Flächen zu nutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sie zu verpachten an andere und mal von dem ganzen Thema weg. Ja, kommt ein bisschen an der Größenordnung und wie sehr du dich damit befassen willst. Finanzierbar ist das grundsätzlich auch. Unter 100.000 allerdings nicht so toll. Vielleicht mit einem Objektkauf zusammen. Sonst über Modernisierungsdarlehen, dann wieder ein bisschen teurer. Also geht, aber ist jetzt auch nicht so der Renditebringer und meistens so ein kleines Ticket und viel, viel Aufwand drumherum. Da muss man ein bisschen Faible und Bock drauf haben mit den PV-Anlagen auf den eigenen Dächern, gerade bei kleinen Objekten. G. Mohammed fragt, ich möchte gern mit Fix und Flip, ich möchte gern Fix und Flip betreiben. Ziel ist es, mit Privatkredit aufzunehmen. Ist es möglich, als Alleinverdiener mehr als 60.000 aufzunehmen? Ja, haben wir schon häufig gemacht. Teilweise 100.000, muss halt von der Haushaltsrechnung her passen. Dann können wir das tun. Und wir stückeln zusammen in zweimal 50.000 oder 65.000 plus 50.000. Wichtig ist nur, es muss dabei immer geachtet werden, dass der erste Kredit bei der Bank aufgenommen wird, die nicht darauf achtet, wie die Gesamtverschuldung ist. Und danach ist es also in Ordnung, dass wir dann also gucken, dass dann nur die Haushaltsrechnung aufgehen muss. Kann sein, dass es demnächst abbricht, weil hier dann der Handy-Akku am Ende ist. Dann ist es zu Ende. Ansonsten machen wir jetzt mal noch kurz weiter, weil jetzt doch noch eine Frage kam und schieben die noch hinterher. Also bei dem Privatkreditreihenfolge beachten wir als Finanzierungsvermittler, könnt ihr gerne helfen, dass die beachtet wird. Erst bei der Bank, die der Verschuldungsgrad egal ist, der nicht egal ist und danach bei der Bank, der ist egal ist, damit dann auch der zweite Kredit klappt. Leo sagt, DB bewertet nach Ertragswerten, Vergleichswert wäre meiner Meinung nach besser. Was kann man das durchbekommen? Die DB hat ja sowieso das Thema, dass sie, wenn das Einkommen gut ist, dann halt höhere Blankoanteile einfach verbucht und trotzdem einen guten Zins macht. Man kann aber das normalerweise nicht beeinflussen, wenn es Ertragswert ist, ist es Ertragswert. Und da hilft es auch nichts, dass du es gerne auf Vergleichswert hättest. Das ist so zu bewerten. Und dann muss die Bank gucken, wie sie mit den höheren Blankoanteilen umgeht. Patrick fragt, hast du Erfahrung mit Kreditlinien? Also trägt dann eine Bank Grundschulden auf einem bestehenden Objekt ein und gibt es dann sozusagen einen günstigeren Dispo. Interactive Broker beleiht meine Aktien-ETFs variabel bis ca. 75%, so 0,5 bis 1,5, je nach Darlehenshöhe. Wie werten Banken so etwas in der Haushaltsrechnung? Ja, es gibt die Möglichkeit,
Kreditlinien zu bekommen, mit Grundschulden auf die bestehenden Objekte. Geht, ja, aber wir würden dann eher hergehen und sie nachbeleihen mit einer festen 10-jährigen Zinsbindung, denn das ist im Regelfall billiger. So eine Grundschuldlinie hat im Regelfall irgendwie 1% Bereitstellung, während sie nicht in Anspruch genommen wird. Und dann häufig 3%, während sie in Anspruch genommen wird. Oh, nach 2 Stunden Durchreden versagt so langsam die Stimme. Und wenn ich das sehe, dass ich für 3% also da bezahle und 1% bei der Kreditanspruchnahme, dann kann ich auch einfach ein Darlehen nehmen, wo ich 1,5% Zins zahle und 2% Tilgung. Da komme ich plus minus aufs selbe, aber habe ja die Tilgung in meine eigene Tasche und nur den Zins, und der ist niedriger, und deswegen mache ich es mit einem festverzinsten Darlehen und nutze es immer wieder und lasse halt das Cash dann auch mal vorübergehen, so auf dem Konto. Kommt günstiger als diese Linien zu machen, die schwierig zu bekommen sind und teurer. So, Thomas sagt, vielen Dank für das tolle Format, werde eure Entwicklung und dein Team weiterverfolgen. Freue mich auf den starken Input, weiter so, freue mich auf die neue Plattform. Danke, danke. Freue ich mich auch drauf, total. Bin schon total begeistert davon. Dann Clemens sagt, top, danke, wollte 100.000 investieren. Ja, melde dich bei mir, Clemens, kannst gern natürlich die 100.000, können wir darüber sprechen, wie du die bei uns investieren kannst. Genau. Franco sagt, Philipp, vielen Dank für deine Zeit und dass du es kostenlos anbietest und alle Fragen eingehst. Klar, sehr gern. Macht mir auch einen Riesenspaß. Ariel schreibt, jetzt läuft die KfW 55 Förderung bei der L-Bank aus, läuft auch bei der KfW aus, bundesweit. Sind weitere Förderungen als Alternative geplant? Ja, natürlich, die Förderungen, die besser als KfW 55 sind, gibt es weiterhin, aber eben nichts Vergleichbares. Und das Problem ist ja, dass ich, wenn ich massiv baue, im Regelfall nicht besser komme als KfW 55 oder nur sehr teuer. Also besser als KfW 55 erreiche ich eigentlich nur, wenn ich Holzständer baue und nur auf Bodenplatte, denn selbst mit Keller wird es schon wieder teuer. Das ist natürlich ein Problem, denn das ganze Neubau hat man KfW 55 auch im Mehrfamilienhausbereich und so weiter noch erreicht, ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Aber das ist ein Thema, das schon über viele Jahre geht, dass immer wieder eben eine Förderschicht abgebaut wird und dann eben die anderen übrig bleiben, weil man ja zu immer, immer energieeffizienteren Gebäuden will. Und deswegen passiert es alle paar Jahre, was jetzt halt leider auch wieder passiert und wo wir halt jetzt so langsam an einen kritischen Punkt gekommen sind, weil jetzt Massivbau dann halt vermutlich nicht mehr so gut funktionieren wird mit KfW-Förderung, ist halt dann leider so. Ansonsten finde ich diese BEG-Förderung, die eingeführt wurde vor einem halben Jahr, eine tolle Sache. Jetzt kann ich auch meine Zuschüsse bekommen, ohne dass ich ein Darlehen nehmen muss. Das in vielen Fällen echt eine tolle Möglichkeit. Also da gab es ja auch eine Verbesserung. Ist ja nicht alles nur schwarz-weiß. Patrick, ja, vielen Dank für das Format. Freue mich auch sehr auf die Plattform. So eine Plattform zum selber rumspielen habe ich mir schon länger gewünscht, da ich kein Finanzierungsvermittler bin. Ja, genau das ist es ja. Nur die Finanzierungsvermittler mit Zulassung kommen drauf auf die Plattform zum Spielen. So Online-Rechner, die ich hier und da mal gesehen habe, sind viel zu ungenau und kann ich in die Tonne klopfen. Deswegen ist das eine echte Marktlücke, sehe ich genauso, und habe da richtig Bock drauf, dass wir das bereitstellen können. Das spart auch uns einen Haufen Arbeit, macht es transparenter und ja, dafür gibt es sicherlich seinen Markt. Genau. Gut, dann danke, und ich verabschiede mich dann hiermit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Den Argwilliger kann ich eh nicht mehr sprechen. Meine Stimme ist total am Versagen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wer Interesse hat an der Finanzierung auf immotege.de/Unterlagen, wer Interesse an einer Beteiligung, kontaktiert mich einfach, und ansonsten nutzt unseren YouTube-Kanal und die Gruppe, kommentiert, tauscht euch aus. Viel Spaß, und wir wiederholen das Ganze hier irgendwann mal. Ich freue mich auf die nächste Runde. Macht's gut, gute Nacht euch allen, und wenn wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten. Bis dahin, alles Gute.